losgezogen und hab mich geschlagen, hab Scheiben eingeschmissen, hab Wände beschmiert. Es ist damals so gewesen, dass Ausländer für mich der letzte Dreck waren. Ganz besonders habe ich eine Ablehnung gegen Juden gehabt. Ich habe zwar selbst nie Juden kennengelernt, aber das war so massiv, dass ich hätte die ohne Probleme töten können. Gewalt hat gleich beim Einstieg in die Szene eine große Rolle gespielt. Unter anderem bin ich selbst von damaligen Kameraden geschlagen worden. Später habe ich selbst geschlagen. Ich habe mir mit meinen Körperverletzungen, Gewalttaten einen Ruf in der Szene gemacht, dass ich hemmungslos bin, also dass ich mir keine Gedanken mache, dass ich zuschlage. Die Leute hatten vor mir teilweise Angst und somit konnte ich auch andere mit zu Straftaten bewegen, verleiten, die vielleicht sonst das nie gemacht hätten, aber vor mir Respekt hatten und haben dann eben diese Dinge halt mitbegangen. Man muss ja immer stark sein, man darf nie Schwäche zeigen. Ich habe selbst in aussichtslosen Situationen habe ich meinen Kopf hingehalten und bin dann wirklich zusammengeschlagen worden, dass ich ins Krankenhaus musste und musste behandelt werden. Jeder normal denkende Mensch hätte sich dieser Gefahr entzogen, aber ich bin eben wirklich so fanatisch gewesen und so dumm, dass ich dort stehen geblieben bin. Ich wollte ja provozieren und bin dann auch von diesen Leuten provoziert worden. Damals hatte er einfach nur eine dunkle Hautfarbe, ein anderes Aussehen oder hatte ein politischer Gegner zugereicht, um den zu schlagen, zu anzuspucken, zu beschimpfen, zu treten, zu beleidigen, zu bedrohen. Für mich waren das auch keine Menschen, für mich war das Abschaum, Dreck, Schmutz. Wir haben Asylbewerberheime überfallen, haben Brandsätze in die Asylbewerberheime geschmissen. Erst im Nachhinein habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was hätte passieren können, weil in diesem Asylbewerberheim waren nur Frauen und Kinder. Und wenn das wirklich dort gebrannt hätte und diese Menschen ums Leben gekommen wären. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat man sich darüber keine Gedanken gemacht. Es war nichts weiter. Obwohl wir wirklich Brandsätze an offene Fenster und Türen geschmissen haben.